Ich bräuchte noch so ein Abmischding am besten. Ja, ich bräuchte alles. Ich brauche einen richtig guten PC. Ich brauche ein Abmischding und bla. Am besten etwas, was ich so schön das Mikrofon ganz schnell runterdrehen kann, dass ich mal halt eben Nase putze oder niese oder huste oder keine Ahnung. Telefoniere, was weiß ich. Das sieht hier interessant aus. War das wie so ein Grammophon? Schön, spielt sogar Mucke. Aber nicht ganz so schön, so ein bisschen. Naja. Die Schallplatte war wohl schon etwas länger aktiv. Oh, das sieht nach Bosskampf aus. Das heißt, hier auf jeden Fall mal einen Cut und abspeichern. Dann kann ich mir schön die Nase putzen. Ha! So, das sieht ziemlich episch hier aus. Auch mit diesen hübschen blauen Steinen auf der Plattform. Wir wollen mal schauen, was uns da oben erwartet. Ich befürchte nichts Gutes. Und mit nichts Gutes meine ich den nächsten Stein. Hey, aber der sieht momentan nicht erreichbar aus. Ach, der große Kain, nur Ach, noch ein gemeiner Dieb. unser Freund, der Vampir, Der dessen Teufel, Namen der wir mich nicht kennen. verfolgt hatte, war endlich ins Licht getreten. Ich kannte ihn. Noch ein Gesicht aus meiner Vergangenheit. Sebastian, du hast mich also die ganze Zeit verfolgt. Ich bin erstaunt, dass du mich jetzt entdeckt hast. Mein Meister schickt mich. Ich soll deinem Treiben ein Ende setzen. Deshalb wirst du jetzt sterben. Dein Meister weiß, dass seine Tage gezählt sind. Einst hätte ich dich verschont, wenn du dich auf meine Seite gestellt hättest. Aber ich habe meine Lektion vor 200 Jahren gelernt. Du warst damals für den Hinterhalt verantwortlich. Du hast mich verraten. Ich habe dafür gesorgt, dass du den Krieg verlierst. Großartig, nicht Ach, wahr? du So hast dafür viele Tote gesorgt. So Ja, das kurzer ist ja eine Zeit. Und Scheiße. das war mein Ganz Werk. ehrlich, wie dämlich ist Aber man denn? Ich warum? meine, das ist eine Dachtest Rasse. du, ich Die würde für gehören dich irgendwo gehen, zusammen, Gott ne? Gott herrlich. Und irgendeinem falschen Herrn folgen, Lord der Sanatan dich weiß, was er locker, ist. weißt du, mit einem Fingerschnips aus dem Leben reißt. Ja, nachdem du schön die Füße küssen, nur weil man selber nicht auf den Thron kommt. Der wird so oder so nie auf den Thron kommen, dieser Sebastian. Eben. Der wird einen Scheiß bitte dich leben lassen, Junge. Bereite dich auf den Tod vor. Echt mal, ich bin der Ich habe Tod. 200 Jahre lang darauf gewartet, dich mit meinen eigenen Ja, nee, ist klar. Während du geschlafen hast, bin ich mächtig und Woher weiß der denn, dass wir so schlafen haben? War er mächtig. dabei oder was? Das wäre ein bisschen creepy. So, dann wollen wir mal das kleine Häschen hier nehmen. Kann ich ihm. Ah! Cool. So, ein Schuh draus. Wir packen ihn und werfen ihn. Oh, oh. Scheiße. Ich wollte hochspringen. Das hat nicht geklappt. Oh, aua! Wo oh, fuck, sag mal, wie viel Leben verlieren wir denn? Ah, okay. Na, 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 na. Ich meine, ich gut, ich konnte verteidigen. Was ist jetzt? Wieso schreist du nein? Oh, da kommt. Lauf, Kane. Lauf, 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 lauf. Komm her. Und wie der immer schreit. Nein! Ah, scheiße. Oh, doch ein bisschen. Huh. Ey, komm, ich bin noch weggesprungen. Willst mich verarschen? So, wo ist der Nebel? Und dahin. Jetzt hol dir mal eine richtig fette Portion Schmerz ab, Junge. Ha! Tu mir nicht Wo weh. bist du? Was? What the? Sollte ich hier. Oh, ich sollte hier nicht stehen. Ich sterbe. Scheiße. Okay, ich bin tot. Okay, gut zu wissen. Den Spassel, den packe ich mir einfach, den schubse ich die ganze Zeit da. In das wunderbare. Okay, das hat's jetzt mega gebracht. Halt deine Fresse, Junge. Guck mal, hab ich dir noch richtig einen mitgegeben? Oh, Junge, hör auf mich zu treten. Kane, steh auf, pack ihn, würg ihn. Boah, wieder mal. Nein! Hätte sich nicht fangen lassen sollen, Schätzchen. Hallo, ich hab ihn da voll reingeworfen. Und ich. Boah, ich. Ja, der macht mich platt. Willst du mich verarschen? Jo, nimm ihn. Blöder Köter, Alter, ich hab. Ich greife auch noch daneben. Boah, der steht doch direkt vor mir. Wo ist das? Ja, da. Schön nach hinten gehen.
Alter, jetzt pack ihn. So. Oh, Lava, jetzt geht's in die andere Richtung, oder was? Oh, leck mich am Arsch. Ah, Mist. Ja, alles klar. Voll... Wow! Am Verkacken. So, dahin. Dann bekommst du erstmal ein bisschen heiße Luft. Ne? Werden deine Klamotten schön gedampft, gebügelt. Hallo, hör mal auf! Bist du Jack? Lass dich schon mal ein bisschen anpacken. Ah, es war zu früh. Ich weiß auch nicht, wie lange. Aua, wie lange kann ich den Typen eigentlich festhalten? Ich kann ja noch nicht ewig hier. Geht das wohl noch da in die Richtung? Ja, Dampfstrahler. Ich laufe sicherheitshalber mal im Kreis. Alter, das ist doch echt so. Oh nein. Oh! Oh! Oh, oh, oh. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich bin hier. Okay, was geht jetzt hier? In die Mitte darf ich anscheinend nicht. Hä? Der ist jetzt selber reingelaufen, Robert. Sag mir jetzt nicht, dass ich das immer machen muss. Ich weiß nämlich gerade nicht, wie ich das gemacht habe. Ah, scheiße doch. Ah! Okay, ich bin hier einfach stumpf gelaufen. Hinter dem Dampf her, weil ich von dem Dampf nicht getroffen werden wollte. Oh. Ich müsste bestimmt irgendetwas machen und ich weiß nicht was. Was zum Henker? Ich check's nicht. Ich check's grad nicht. Und er springt da einfach stumpf rein. Muss ich wirklich hier irgendetwas tun? Ist das irgendwie wirklich gewollt? Ich bin mir ja gerade überhaupt nicht sicher. Also. Wow, wow, wow. Nicht. Ich bin hier beim Dampf. Wie die ganze Zeit auch. Ich laufe jetzt einfach stumpf hinterher. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was ich machen muss. Aber es scheint irgendwie zu funktionieren, dass er da irgendwann einspringt. Ich denke, er will auf mich drauf und verkackt das einfach ziemlich. Oh. Aber ich brauche jetzt nicht ohne den Dampf laufen. Das ist nicht gut für mich. Entschuldigung. Ja. Ja. Der Plumpsack geht oben. Sei ganz leise und dreh dich nicht um. Ich laufe hier vorbei und da schon wieder der heiße Hitzestrahl. Also ich denke, ich muss irgendetwas tun, was ich nicht tue und aufgrund der mega intelligenten KI des Gegners ist da schon zweimal reingesprungen von. Ich habe keine Ahnung wie viel. Ich weiß aber auch nicht. Muss ich. Nee. Müsste ich ihn vielleicht. Nee, anspringen nicht. Komm, da durchspringe ich aber gar nicht. Alter, ich hab so keine Ahnung, ey. Ich weiß auch nicht. Er macht's von alleine, ganz ehrlich, weil wenn ich jetzt hier irgendwie mal was ausprobiere. Eine Scheiße, wie wär's mit Feierabend, Junge? Okay, letzte Phase. Das gefällt mir alles nicht, das ist schon. Was ist los, Sebastian? Warte mal, ganz ehrlich. Wann? Wir haben hier doch. What the? Ist Bann richtig? Ich laufe hier rum. Ich glaube nicht. Ich habe Angst. Hallo. Ich kann jetzt auch nicht auf die Plattform. Da. Was ist jetzt kaputt? Habe ich was. So, war das jetzt richtig? Was passiert hier? Ich mach nix. What the?
Also wenn das jetzt das war, dann muss ich sagen, ist das der erste Kampf, in dem ich kaum was gemacht habe. Alter. Er steht da doch. Ja. Wie wär's mit erst down und ich hab... Wie, ich bin auch tot? Alter, was muss ich hier zum Fick machen? Okay, nee, ich brauche eigentlich keine. Gut, das hat uns beide hingerafft. Erste Phase ist klar, was ich machen muss. Zweite Phase überhaupt nicht. Dritte Phase gar keine Ahnung. Das finden wir aber vielleicht noch heraus. Ich wäre auch dankbar. Oh, darum, welche dritte Phase müsste. Lauf! Das ist Gas, Junge. Nein, das ist nicht Gas, das ist Dampf. Hey. Oh nein. Und jetzt fängt die zweite Phase an und ich sollte laufen. Oh mein Gott, ich sollte in die andere Richtung laufen. So. Entgegengesetzt. Ich bin hier. Ja, siehst du doch. Ich bin hier. Kann ich auch gut laufen? Ah! Oh! Wenn er aufhört, dann sollte ich vielleicht auf die gegenüberliegende Seite gehen. Wo ist er gerade? Damit er nämlich auf die Idee kommt, da durchzuspringen. Obwohl er nicht gerade der Schlauste ist. Wenn er weiß, das ist sein Laden, ja, mit seiner Maschine, mit seinem komischen Laserstrahl. Wenn er weiß, dass das nicht so gut für ihn ist, da durchzuspringen. Naja, sollte er es wohl nicht tun, oder? Oh, er ist, glaube ich, jetzt hinter mir gesprungen. Naja. Dampf! Falsche Richtung! Oh Gott! Entschuldigung. Und der Hals spielt mir nicht. Ja. Immerhin ist er mir schon einmal reingesprungen. Ich habe aber keine Ahnung, ob ich das hier vielleicht auch noch irgendwie beeinflussen kann mit dem Hin- und Herspringen, ob ich das vielleicht selber machen müsste. Weil, I don't know. Irgendwie, keine Ahnung. Ich weiß es ehrlich gesagt gerade überhaupt nicht. Ich weiß nur. Gut, shit. Wow. Alter. Wo ist der... Oh, der Dampf. Da ist der Dampf. Dampfnudeln. Lauf, Kane, lauf. Ich weiß immer nur noch nicht, was ich in der dritten mache. Vielleicht sollte ich... Da ist der. Jetzt hätte ich da irgendwie... Könnte ich auf der anderen Seite sein müssen. Damit er da reinspielt. Immer dicht hinter dem Gas, Nebel, wie heißt das? Dampf, Dampf, Dampf heißt es. Ich bin immer beim Dampf, bei den Dampfnudeln, Dampfbad, Dampfräder, Dampflokomotive. So, jetzt gehe ich mal. Hier bin ich. Also ich glaube, das müsste geklappt haben, wenn das jetzt mein rein logisches Verständnis richtig ist. Ja. So, jetzt die letzte Phase. Kommt die jetzt schon? Wenn ja, dann ja. Der Typ ist nicht ganz fit in der Birne. Ich glaube, ich werde das Springen nutzen. Obwohl, ich komme doch gar nicht hoch. Scheiße, ich probiere es ganz ehrlich, weil, keine Ahnung. Springen. Oder kann ich... Nee, dagegen hauen kann ich nicht. Ich habe ja nichts mit Raserei, also... Nee, kann ich da irgendwie hoch? Nein, nicht springen. Ich wollte Raserei vielleicht machen, beziehungsweise... Warte mal. Ich habe eine Idee. Gib mir jetzt mal Bann, Junge. Bann. Boah, ist klar. Was muss ich jetzt machen? Muss ich hier was machen? Ja, guck mal. Das ist ein Schalter. Drück den Schalter. Was passiert jetzt? Ah! Doch.